So, und da bin ich wieder zu der nächsten Map. Map 22. Wir nähern uns also ganz langsam dem Ende von der Qual mit Doom for Doom. Da kann ich endlich das Ganze nochmal spielen mit Extermination. Quatsch. Mit Brutal Doom. So, ja. Oh Gott. Also die Map, die sieht schon mal. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, dass hier scheiße schwer ist. Alleine, weil ich durch diese Dinger überhaupt nicht sehen kann. Und so wie ich Brutal Doom kenne, verdeckt mich dahinter garantiert überall Monster. Oder auch nicht. Ich komme direkt frontal auf den Kopf zu. Wir gehen. Oh, Alter, was? Was denn? Was wurde? Habe ich gerade irgendwas gesagt? Mit Schwert oder so? Hätte gerade auch nicht geschafft. Auch dahin? Alter. Nein. Na komm, ich kann nicht raufspringen. Mann ey. Dass es gleich von Anfang an bescheuert wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, ne, kann man gar nicht raufspringen. Oh, komm. Ach du, ja, seht ihr, man sieht überhaupt nicht, wo die Gegner stehen. Man hat keine Möglichkeit, irgendwie Einsicht zu nehmen. Ach du Scheiße. Ich muss also irgendwie alle Monster zu mir locken. Ach, wobei die sich scheinbar nicht wirklich bewegen. Na gut. Dann nehme ich einen Trick, den ich auch nicht benutzen kann, weil ich sie nicht sehe. Oh Gott. Funktioniert nicht. Nein, nein, das funktioniert alles nicht. Das funktioniert alles nicht. Scheiße. Was mache ich jetzt? Komm, ganz ehrlich. Ich versuche die erstmal alle zu mir zu locken. Wobei ich. Ach du Scheiße. Ach du. Aber hoffentlich. Bitte lass das ein Kreis sein. Ich glaube, ich habe gerade hier komplett. Alter, ich habe den verlaufen. Ins. Aber. Was war das denn jetzt gerade? Boah, Alter. Ah. Was zum. Okay. Hä? Ach. Ja. Das macht Sinn. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ist das eine Homo Sapien Sapien Scheiße? Oh Gott, das wird herrlich. Das wird herrlich. Na komm. Dankeschön. Da oben hat gerade was geblinkt. Das heißt also, da auch. Oh Mann, Alter. Oh, Scheiße. Das Problem ist, so kann ich nicht weit genug gucken und so sehe ich absolut nicht, was um mein Blickfeld herum passiert. Das ist schon ein bisschen. Alter, das wird nicht, das wird nicht. Das ist scheiße. Ich habe so nicht mal die Ruhe anzuvisieren. Ist da jetzt Ruhe wenigstens? Naja. Sieht aus, als hätte ich die beide erwischt. Durchs Dickicht hindurch. Okay. Andererseits, ganz ehrlich, ich habe doch so eine super modernen Waffen, die Auto-Aim und sowas haben. Vielleicht sollte ich einfach mal mit der ein bisschen rumschießen. Wow. Alter, was ist doch dein Rechner los? Er hat überhaupt keine Texturen vorgeladen. So, Extermination Day. Speichern. Obwohl das hier nicht wirklich sicher ist. Ich gehe mal kurz nach hier und das tut ich nicht.
drei geht mal kurz nach hier, hier und so und speicher ganz kurz. So. Ich kann noch einen Trick machen. Ah ne, der reagiert auf alles. Ja. Dann schießen wir mal eine Pflanze ab. Das macht Sinn. Wow. Komm. Wo? Wo bist du? Da hinten irgendwo. Da ist noch ein. Komm zu mir. Perfekt. Dankeschön. Wo denn? Digga, ich muss hier drei Wege im Blick behalten. Kennt ihr Civilization? Ah Quatsch, das stimmt gar nicht. Age of Mythology. Da gab es auch immer so eine Map, wo man praktisch mehrere Blicke. Mehrere Wege im Blick behalten musste. Genauso komme ich mir jetzt krass hier auch vor. Zum einen musste ich durch diese Dickichte durchgucken, wo ich auch nicht reinkomme, das ist ja nett. Und zum anderen habe ich davon gleich drei Stück, die ich gleichzeitig betrachten muss. Hier bräuchte ich mal so ein Ultra-Widescreen-Bildschirm, einfach so, weiß nicht, 80 zu 3 oder sowas. So, sieht schon ein bisschen ruhig. Also ich habe nicht mal ein Fünftel aller Gegner. Also diese Map wird sich extrem lange ziehen, das weiß ich jetzt schon. Ich hoffe nicht, die gesamte Map ist so. Und, ja, komm, mach jetzt. Oh, was denn? Wo denn? Was? Wie wurde? Ja, wo denn? Oh, Scheiße, Alter. Ach, da. Hä? Ach so, der hält da auf die Welt zu rennen. Ah, seht ihr? Da hinten sieht aus, wie als wenn es da gar nichts mehr gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es gerade eine ganze Menge. Nur auf die GL oder GZ-Blumen kommt er durcheinander und denkt, durch die Mauern ist halt da nichts mehr und rennt da dementsprechend auch nichts mehr. Wow. Alter, wir müssen wirklich erstmal alle Monster zu uns locken. Na komm. Alles andere wird zu langwierig. Ich meine, so wie ich bis jetzt vorgehe, ist was schön Survival, also ich persönlich spiele gerne so. Aber für ein Let's Play brauchen wir 2 Stunden für eine Map. Das längste, was ich bisher gebraucht habe, waren glaube ich 4 Stunden. Ich muss doch mit euch mal so eine Supermap spielen. Oh, Scheiße. Nein. Oh, ich habe hier ein paar Leute zu mir gelockt. Was primär eigentlich schon mal gut ist, aber ich war nicht drauf vorbereitet. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz die Wege hier verfolgen. Sind das hier doch verschiedene Orte? Ja, nee, die beiden sind gleich. Ich verstehe nicht. Also hier sind wir einmal rein. Ja doch, das ist ein Kreis. Wow. Scheiße. Okay. Alter, vor allem,
Ich kann mich hier nirgendwo so lang dingsten, wo die durch den durchschießen können. Ich muss also ultra vorsichtig einfach mich überall. Ja, den Dixus haben wir schon mal. Das sieht schon mal gut aus. Das dürfte hier erstmal der schwerste Gegner sein. Wobei es waren ja zwei vorhin. Also es steht mindestens noch einer vor uns. Na komm. Yay, wir haben ein Fünftel der Gegner besiegt. Ich schwöre euch, wenn die gesamte Map so wird. Ach, ihr seht doch noch beide da hinten. Das war so ein anderer Spot. Ah, super. Gut. Zu dem komme ich aber von der anderen Seite besser. So rum. Dann speichere ich hier erstmal. Hier vorne scheint es ja wieder einigermaßen sicher zu sein. Ich wüsste doch echt gerne, was ist mit diesen Mannequin da unten. Unten rechts im Bildschirm, diese drei. Was mit diesen Figürchen auf sich hat. Ob ich mit denen irgendwas machen kann. Weil das Beste wäre natürlich diese, Gott, wie heißen die? Scheiße. Es gibt im japanischen Raum so eine Püppchen, wenn man mit denen irgendwas macht, dann, also erstmal muss man die irgendwie mappen, heißt also von irgendeinem Menschen, den man nicht mag, vorzugsweise, nimmt man irgendwas, in der Regel ein Haar, flechtet den in die Puppe ein, also das ist so eine geflochtene Stoffpuppe, so eine Wollpuppe, so ungefähr 10 cm hoch. Und dann, wenn man diese Puppe zum Beispiel ersticht, dann wird auch die echte Person erstochen. Und solche Sachen. Ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber genau an diese Puppe muss ich gerade denken. Weil die haben so die gleiche. Gut, okay, die sind etwas kleiner. Zumindest wenn ich so die Größenverhältnisse hier im Spiel richtig betrachte. Alter, leck mich doch mal am Arsch. Ja, klaro. Warum ist er nicht der eine lila? Ist der wirklich lila oder sieht der nur so lila aus? Der ist tatsächlich lila. Hoffentlich ist er nicht noch stärker als die ganzen anderen Bastarde. Vor allem die Backen da oben so drauf fest. Die kämpfen nicht wirklich. Und ich häng gerade auch fest. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, 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 komm. Ja, ja. Scheiße, hier ist auch nur eine Spinne. Das wird nichts mehr. Leute, ich... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Wo denn? Was denn? Ach du... Was? Ich glaube, ich bin nicht falsch. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Wo denn? Links, rechts, oben, unten? Da. Ah. Gleich wie vorhin. Primär ist es zwar gut, aber ich war gerade darauf nicht vorbereitet. Ah, kommt her, kommt alle her. Was ist das hier? Ach, das war der Ort. Nee, da kommen die her. Und das war hier der Ort, den ich vorhin gesehen hatte. Oh! Oh! Das wollte ich nicht. War aber klar, es war ja eingeringt. Und ich renne auch noch genau. Nein! Bullshit. Bullshit. Das war physikalisch unmöglich, das weiß ich genau. Ich habe doch studiert. So, jetzt bin ich vorbereitet. Was? Was? Oder auch nicht? Hilfe! Bitte nicht schießen. Also wer schießt da? Na gut, ich mache erstmal hier. Ich mache erstmal hier. Bei dem wohl unsichersten Gebilde, was ich hier gekannt habe. Boah, Alter. Dankeschön. Mal wieder ein bisschen Leben zurückbekommen hier. Sozusagen Cashback. Alter, was sind das da oben eigentlich für welche?
Habe ich jetzt alle? Ja, yeah, ich glaube, ich habe alle. Geil, ich habe alle. Gut. Okay, die beiden Dicken, die sind erstmal festgebackt oder die sehen mich nicht oder ich weiß nicht was. Okay, jetzt geht's. Nein, das hier. Und zwar, die kommt von da. Boah, halt. Ganz ehrlich, leck mich. Geht doch. Oh Mann, ey. Ja, komm. Ist das Bullshit. Ist das ein Bullshit? Das ist so ein Bullshit. Ich wollte 5 Leben von denen absacken und stattdessen verliere ich mein ganzes gesamtes Leben. Oh, Backpack. Bringt mir aber gerade nichts, ich bin gerade aufgeladen. So, da ist so ein scheiß Viech. Oh, den kann ich gerade immer gebrauchen. So, dann tatsächlich ich mich mal hier weiter ran. Oha, da. Ach ja, hier war ja auch noch eine Spinne. Kann ich mich hier treffen? Nein! Lol. Es ist ja nice. Achso, ich sollte aber auch darauf achten, dass ich hier. Wo ist denn die jetzt? Ach. Oh, jetzt muss ich wegen dir aufhören. Alter! Komm her, komm her. Und zack, bumm. So. Danke. Jetzt habe ich wieder. Danke dir, wir sind wieder 200% Leben. Als Strafe. So, von wo kommt sie jetzt? Mann, ich will nicht euch, ich will die Spinne. Da oben. Ah? Kommst du, Papi? Kommst du, Papi? Weil das Witzige ist, ich kann mich nur daran orientieren, dass ich die Gegner umgebracht habe, dass ich um Credits bekomme. Ich weiß aber nicht, welche Gegner ich hier mit umgebracht habe. Aber siehst du, die lebt nämlich noch. Das war schon fast logisch. Ich stelle hier gerade ein. Achso, die oben. Alter, die lebt immer noch. Was mache ich mit dem meiner Oma eigentlich? Ganz ehrlich, ich bin gerade dabei, mir die Dinge aufzusparen, also die beiden da, in der Hoffnung, dass ich damit später Runen bekomme. Was eigentlich komplett behindert ist. Wow, 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 wow. Okay. Das muss mich für ultra verpackt sein. Sobald ich in deren Nähe bin, sehen sie mich und wow, was war das jetzt gerade? Wieder ein Freund. Na komm. Na, ich versuche jetzt mal mit dem hier. Jawohl, meine Rüstung aufzuladen. Mit. Klappt relativ gut. Außer dass ich damit noch mehr Zeit verschwende. Oder so, obwohl ich jetzt schon mehr Zeit habe. Okay, laufe ich gerade wieder falsch.
Na komm. Ja. Gut, dann probiere ich jetzt gleich mal den Weg hier aus, der hier hinten ist. Oh! Na komm, wo springe ich denn eigentlich lang? Wo komme ich hier rein? Leute, mein Set ist gleich abgelaufen. Oh, schick. Okay, jetzt schon mal Kack am Dampfen. Gibt es da noch was Besonderes? Oh. Oh. Na komm schon. Nein, da wird nicht mehr. Nein! Alter, hallo! Komm her! Da, komm her! Alter, wo bin ich? Oh, jetzt kommt mal her hier. Hallo? Na komm, 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 nein, wo bin ich jetzt? Hallo, halt, auf, Ende. Scheiße. Okay, das muss besser gehen. Das muss halt, falsche Richtung. Das muss viel besser werden, das muss viel, viel besser werden. Also, sobald ich diesen blauen Skull berühre, geht die Welt unter. Da mache ich mir das so zunutze und block die erstmal alle raus. Mal rauskommen. Nein, alle raus hier. Dankeschön. So, jetzt kann ich hier schön Hochzeit machen. Rückzug. Na? Wie sieht denn hier mein Rückzug aus? Sieht ja scheußlich aus. Komm. Das war jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht insgesamt gesehen betrachtet. Was macht der denn da oben, sag mal? Ich sag's ja, also das Ganze hier mit Doom for Doom ist ultra verbuggt. Da bäckt ja selbst der besser. Da bäckt ja selbst der Bäcker besser. Gott. Was ist das jetzt? Alle weg? Nein, noch nicht ganz. Hier ist noch einer. Jetzt kommt die Generation, so scheiß so Revenant hier. Komm mal her, ja. So, und hier können wir heute auch noch was. Komm, alle her. So. Das sollte es alle gewesen sein. Wenn das nämlich der Fall ist, habe ich mich jetzt hier gleich mal einen schicken Safe Room. Wobei, so viele wie gerade gespawnt sind, will ich das jetzt nicht gerade als Safe Room bezeichnen. Aber gut. Auf jeden Fall hatte ich da gerade auch noch eine Rüstung. Ich kann das also wunderschön als, ach du Kacke, als Rückzugsort betrachten. Okay. Gut, das haben wir also alles. Wo muss ich denn dann jetzt hin? Also, wir waren da. Da gibt's noch was. Da ist noch was. Das heißt, ich muss in diese Richtung und dann mich immer an der Seite halten. Da so. Aha. Wow. Aha, ich muss ganz kurz niesen. Oder auch nicht, okay. Hat er muss niesen? Ja, schießt schon auf den Baum, so wie ich. Das Ding kann mir wahrscheinlich sogar irgendwann mal helfen. Gerade weil ich die Gegner nicht sehe, wäre es auch schön, wenn die Gegner mich nicht sehen würden. Okay, brauche ich was Gelbes? Habe ich nicht. Ah!
Alter, ich fress mein Bart. Oh, hinter ist auch nichts. Gut. Ach so, ja eben. Wenn ich hier nicht hin muss, wo muss ich denn dann hin? Ach so, wir haben den blauen. Heißt also, ich kann nach dahin. Okay. Das ist doch ein Deal. Alter, ich würde gerne endlich mal diese Dinger da loswerden. Ah, gut. Genau das mache Sicherheitsrisiko. Wo bin ich jetzt überhaupt? Aha. Gut. Speichern. Habe ich kurz schon, aber egal. Ist hier noch jemand? Hallo? Oh. Oh. Munition. Dankeschön. Was? Alter. Dankeschön für die Blumen hier. Ihr seid doch alle krankhaft. Ist doch nicht mehr annehmbar hier. Na komm. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin jetzt auch wieder viel darum. Ah, aber so nichts. Ja, komm mal her hier. So, das war's. Oder auch nicht. Ach hier. So, wir haben den gelben Skull. Das heißt also, ich kann jetzt zu dem gelben Lichtermonster gehen. Hoffentlich kommen jetzt schon viele Monster, damit ich dieses Dings hier gerade. Wow, wow. Alter. Also wenn meine Aufnahme unsynchron ist, ihr wisst darum. So, dann wollen wir mal rein. Alter, hier mit Driften ist echt... Ach du Kacke. Na los, jetzt mach... Ich muss in irgendeine Richtung. Alter, ich bleibe hier überall hängen. Was? Ach, man kann über die Dinger auch nicht drüber. Das ist ja nett. Das wird ja mal besser. Komm, komm. Ach du Kacke, nicht so ein Ding. Ach Mann, ey. Alter, ich hänge... Vor allem, der hat so viel Splash-Damage. Und ich hänge noch so fest. Wow. Boah, Alter, ich bin gleich tot. Ich bin jetzt sowas von tot. Na komm. Dankeschön. Halleluja. Nein. Scheiße. Wow. Komm. Was ist jetzt schon? Was ist hier drin? Ah, noch meine Kicken, als wenn ich nicht schon genug hätte. Weiter. Bam, jetzt habe ich 7.
Ah, halt! Nein, nein, das war dumm von mir. Das war sehr dumm. Bei denen kriegt man ja auch komplett Leben und Rüstung. Von daher wäre es super dumm, den jetzt schon zu verschwenden. Das wäre richtig arschweg dumm. Ich gehe erstmal ganz kurz nochmal zu unserer Basis oder wo auch immer das Ding war. Ja, ich weiß nicht mehr wo. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Wir hatten doch irgendwo so einen Fleck, wo wir noch super viel Rüstung hatten und so. Wo war denn das? Ah, Bullshit. Von hier aus und dann nach links, glaube ich. Und andererseits sind wir eigentlich voll, oder? Wir sind doch bereits voll. Oh, eben, wir sind bereits voll. Wollte gar nicht suchen. Ha! So viel zu dem Thema. So. Ich nehme jetzt mal dich ganz kurz. Das speichere ich mal ganz kurz. Und dann gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Weil wir haben noch ein bisschen an Monster übrig. Dich? Du hast alles? Ernsthaft? Hallo? Hä? Normalerweise kommt dann noch ein Kampf, aber hier spawnen gar keine Monster. Was ist denn da los? Wow, ist das weg? Ach! Okay, ich glaube, ich leite das mit einfach mal her. Das ist dafür, dass man hier nicht einfach durchrennen kann und halt zum Ziel, sondern dass man jetzt mal die ganzen Monster umkriegen muss. Gut. Okay. Dann betrachte ich das Level jetzt doch als was? Achso, dachte gerade schon. Dachte jetzt gerade, wir kriegen jetzt keine volle Leben und dieser Monster, weil er das in zwei Stufen gemacht hat. Gut. Die Map ging ja doch etwas besser als gedacht. Aber es wird immer noch ein Monster. Es wird immer noch mindestens ein Monster. Es fehlen noch zwei Secrets. Und sechs Monster. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Komm, reicht aus. Ich glaube, ein Gefühl zu haben, dass es mir jetzt so schon lange genug war. So, bei der Map glaube ich zu wissen, welche das ist. Aber das ist etwas für die Zukunft. Bye bye.